Im Brandenburger Hennigsdorf sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Luxusjachten in Flammen aufgegangen. Dabei entstand nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr ein Schaden in Millionenhöhe. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, brannte eine Yacht bereits lichterloh. Kurze Zeit später griff das Feuer auf eine benachbarte Yacht über. Es kam zu einer Durchzündung. Auf dem Bootsdeck befanden sich zu diesem Zeitpunkt Feuerwehrleute, um von dort die erste Yacht zu löschen. Wir sind hier mit 20 Kameraden vor Ort und haben die Feuerwehr Velten jeweils mit 20 Kameraden Dach gefordert. Schwierigkeiten, wenn die im Einsatz sind, den Zugang zu den Booten, zu dem Innenraum zu finden, weil, wie gesagt, die Boote im Vollbrand standen. Beide Yachten brannten aus. Laut Polizei seien durch das Feuer noch weitere Boote auf dem Abstellplatz in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brandursache ist bislang unklar.